Hi, ich zeige euch heute, wie ihr aus einer Klopapierrolle eine kleine Schachtel herstellen könnt. Da könnt ihr dann entweder Sachen reinmachen zum Verschenken, wenn jemand Geburtstag hat oder vielleicht einfach nur so. Oder zum Beispiel zum Muttertag wäre auch eine Möglichkeit. Also nehmt eure Klopapierrolle und jetzt müsst ihr beide Öffnungen verschließen. Und das macht ihr, indem ihr einfach eine Hälfte jeweils zur Mitte hinknickt, dann dreht ihr einmal, macht dasselbe nochmal. Dann habt ihr schon die eine Seite verschlossen und genau dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Erste Hälfte. Zweite Hälfte. Und schon ist eure Box fertig. Jetzt könnt ihr überlegen, ob ihr, so wie ich, einen Stift nehmt und was draufmalt und draufschreibt. Oder hier habe ich etwas draufgedruckt, da steht Moin drauf. Oder ihr könnt auch mit diesem bunten Tape zum Beispiel was ausschneiden. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ich habe jetzt hier ein ganz normales Herz ausgeschnitten und das klebe ich jetzt hier drauf. Und schon hättet ihr eine nette Box für den Muttertag. Da könnt ihr dann Süßigkeiten reinfüllen oder vielleicht einfach ein kleines Zettelchen mit einem netten Spruch drauf oder was auch immer euch einfällt. Viel Spaß beim Nachmachen!